ihre Gedanken. Morgen geht's los. Was denken Sie? Wie fühlen Sie jetzt? Es ist erst, dass viele Leute hier, muss wohl ein großes Spiel sein. Wir haben gut trainiert und freuen uns aufs Spiel morgen. So viel wurde geredet über dieses Spiel, es wurde gehypt und sie haben sich nicht ablenken lassen, aber jetzt geht's los. Begreifen Sie denn schon, wie groß das alles ist? Nein, aber so bin ich. Ja, wir wissen, das ist ein großes Spiel, aber für uns ist das das Eröffnungsspiel. Wir haben 3 Spiele. Wir wollen weiterkommen und nur darauf fokussieren wir uns. Ja, ist egal, ob es jetzt ein Eröffnungsspiel ist. Das ist alles egal. Sie hatten tolle Ergebnisse in der Quali. Wie groß ist dieser Schritt jetzt nach oben und dann auch noch gegen den Gastgeber? Klar, schweres Spiel. Wir respektieren alle, haben aber vor niemandem Angst. Wir haben großen Respekt vor dem Gastgeber. Wir wissen, dass es eine gute Mannschaft ist, aber wir sind auch eine gute Mannschaft. Sie haben über die Seitenshow gesprochen. Es wird zehntausende Schotten da sein in Deutschland. Haben Sie das mitbekommen und wie sehr ist das ein Boost für Sie? Ja, klar, das ist toll für uns. Wir wissen, dass Sie alle hinter uns stehen werden, bei jedem Spiel. Das ist sehr wichtig für uns. Wir haben das schon in Garmisch-Partenkirchen gesehen. Und das war noch schön angenehm, zum Training zu gehen. Und wir hoffen, dass sich alle hier benehmen werden und Spaß haben werden. Frage aus Norwegen. Vor einem Jahr lagen sie 1-0 zurück in Norwegen und dann haben sie noch 2 Tore geschossen, nachdem Haaland vom Platz musste. Wie denken Sie über diese Zeit zurück? Wie wichtig war das für Sie? Wir wussten, dass Norwegen unser größter Wettbewerber war, weil Spanien sollte ja Erster werden. Und wir sind da hingekommen, haben einen guten Mannschaftsgeist. Und 2 Minuten vor Schluss haben wir dann ausgeglichen und wir wären auch glücklich damit gewesen, aber es war super dann natürlich, dass wir auch noch gewonnen haben. Das war wirklich ein Schlüsselspiel für uns in dieser Gruppe und ich hoffe, dass wir solche Momente auch in diesem Turnier haben werden. Ist ein richtiger Glaube in der Mannschaft vor diesem Spiel? Ja, klar. Dafür sind wir hier. Wir glauben immer darauf, wenn wir spielen. Sonst warum sollten wir überhaupt antreten? Und ich hoffe, dass wir das auch morgen so sehen werden. Was ist das größte Gefühl, das Sie im Moment haben? Können Sie sich denn wirklich darauf freuen jetzt? Ja. Ja, schon. Wir haben Erfahrungen gesammelt und wir können uns glücklich schätzen, dass wir in großen Spielen waren, auch im Champions League Finale. Das war schön. Auch bei der letzten EM. Ja, klar, ich freue mich. Aber wenn wir mal 4 Punkte haben, dann werde ich das Ganze noch mehr genießen. Gibt es ein Update, was die Fitness der Spieler angeht? Und Scott McTominay, wie sieht es mit seiner Fitness aus? Und alle sind komplett fit, alle wollen unbedingt spielen und sind bereit. Ist es schwierig aus Trainersicht, die Nerven im Schach zu halten von den Spielern? Sind alle bereit dafür? Ja, es ist schwer für mich, das zu machen. Das müssen die Spieler selbst machen.
aber die meisten haben schon in großen Spielen mitgemacht und ich bin sicher, sie können das gut handhaben. Sie haben mit vielen tollen Trainern gearbeitet, mit verschiedenen Philosophien und Spielstilen. Gibt's da etwas, was sie alle gemeinsam hatten, was sie versuchen zu implementieren? Nein, jeder ist anders. Wenn man Trainer ist, dann will man gewinnen. Und jeder hat andere Arten, wie man das rüberbringt. Ich habe mit vielen Top-Trainern gearbeitet, aber ich will ich selbst sein. Das hat mich so weit gebracht und das ist schon ziemlich gut. Was denken Sie über den Gegner morgen? Gute Mannschaft. Die Leute haben versucht, ein bisschen runterzureden, aber Julian Nagelsmann hat gesehen, dass es im ersten Jahr darum geht, die beste Formation zu finden, die beste Mannschaft zu finden. Ich denke, er hat das geschafft, wenn man sich die letzten Resultate anschaut. Und ich denke, das wird schwer morgen und da wird sich ja nichts ändern. Wie fühlen sich alle jetzt? Sie haben sich jetzt zweimal hintereinander für die EM qualifiziert. Sind Sie stolz? Und ja, natürlich sind wir stolz. Das ist eine lange Zeit, seit 1998, dass wir in einem großen Turnier waren. Deswegen ist die ganze Nation so glücklich darüber und freut sich so sehr. Und klar, wir sind stolz, dass wir es zweimal das geschafft haben. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Turniers noch stolzer sein können, dass wir etwas noch Besondereres erreicht haben. Letzte Frage.